Ein Einwand zu dem, was wir bisher vorgetragen haben, könnte lauten und wird auch immer wieder erhoben, man muss die Ereignisse aus der Situation der Zeit, aus dem Geist der Zeit heraus verstehen. Darauf antwortet Deschner. Besonders theologische Kirchenhistoriker kommen um diese Beschwichtigungs-, Verharmlosungs-, Bagatellisierungsgeste, die ja grundsätzlich nicht verworfen werden soll, nie herum. Man müsse es verstehen. Das heißt, man macht es verständlich, es wird verständlich und ist dann, hat man es erst einmal aus dem Geist der Zeit heraus verstanden, gar nicht mehr so schlimm. Es hat sozusagen so sein müssen. Ist ja die ganze Geschichte Gott gewollt. Ich übertrage keineswegs in entfernte Vergangenheiten alle Ideen und Wertmaßstäbe der Gegenwart. Doch hat man stets, wenigstens in den letzten 2000 Jahren, Raub, Mord, Ausbeutung, Krieg für das gehalten, was sie waren und sind. Gerade Christen mussten dies wissen. Gerade sie hatten die stark pazifistisch und sozial geprägte Verkündigung des synoptischen Jesus. Sie hatten eine fast 300-jährige pazifistische, frühchristliche und frühkirchliche Predigt. Sie hatten auch die leidenschaftlichen, liebeskommunistischen Appelle der Kirchenväter und Kirchenlehrer noch des 4. Jahrhunderts. Kurz, es gab eine immer christlichere Welt und in vieler Hinsicht eine immer schlimmere. Denn das Christentum beruht auf verschiedenen Geboten, wie dem Gebot der Nächstenliebe, der Feindesliebe, dem Gebot nicht zu stehlen, nicht zu töten und auf der Klugheit, keines dieser Gebote zu halten. Oft belehren uns die Apologeten, die dies im Grund nicht leugnen können, dass immer dann, wo und wann es gerade passt, welchen Geschichtsabschnitt man gerade bewendet, die Menschen eben noch keine wirklichen Christen waren. Doch wann waren sie es? Zu Zeiten der gräulichen Merowinger, der fränkischen Raubkriege, des lateranischen Weiberregiments, bei den großen christlichen Offensiven, den Kreuzzügen, bei der Ketzer- und Hexenverbrennung, der Indianerausrottung, der fast 2000-jährigen Judenverfolgung oder im 30-jährigen Krieg, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Vietnamkrieg. Einmal müssen sie doch Christen gewesen sein. Der Geist der Zeit jedenfalls war durchaus nicht überall derselbe zur selben Zeit. Nicht jeder war vom Zeitgeist besessen. Nicht jeder kritiklos und außerstande zu vergleichen, zu prüfen, zu richten. Durch alle Jahrhunderte auch gab es ethisches Denken, nicht zuletzt in christlichen Kreisen unter Ketzern. Und warum das Christentum nicht auch an seinen eigenen biblischen, mitunter sogar an kirchlichen Maßstäben messen? Warum ausgerechnet das Christentum nicht an seinen Früchten erkennen wollen? Ich bekenne mich, wie jeder Gesellschaftskritiker, zur wertenden Geschichtsschreibung. Ich betrachte die Geschichte, wie mir das nützlich, weil notwendig erscheint, ethisch engagiert unter dem Anspruch eines Humanisme historique. Für mich ist es ein Unrecht, ein Verbrechen, vor 500, 1000, 1500 Jahren genauso lebendig und empörend wie ein Unrecht, ein Verbrechen, das heute geschieht oder erst in 1000, in 5000 Jahren. Vor genau 600 Jahren tagt in Konstanz das Konzil. Eingeladen ist auch der böhmische Reformator Jan Hus, der den Reichtum der Kirche kritisiert, den Reliquienschwindel und die Geschäftemacherei mit dem Ablasshandel. Apropos Reliquienschwindel, im Dom von Turin kann man gerade das sogenannte Grabtuch Christi besuchen. Die Kirche erwartet Millionen Besucher. Bis Juni noch geöffnet. Aber zurück zum Konzil und zu Jan Hus. König Sigismund garantiert ihm ausdrücklich freies Geleit und freie Rückkehr nach Prag.
Papst Johann der 23., übrigens einer von gleich drei damals gleichzeitig regierenden Päpsten, versichert ihn seines persönlichen Schutzes. Am 3. November 1414 trifft Hus in Konstanz ein. Er ist auf seiner Anreise überall freudig begrüßt worden. Zwei Tage später wird das Konzil mit einem Gottesdienst eröffnet. Bereits Ende November findet sich Hus unter fadenscheinigem Vorwand eingekerkert. Anfang Juni 1415, vor genau 600 Jahren, begannen die öffentlichen Verhöre. Eine reine Formsache, wobei man oft skandalös mit ihm umging. Zu mehreren auf ihn einbrüllte, ihn kaum zu Wort kommen ließ, ihn mit höhnischen Ausfällen überschüttete, ihm Fangfragen stellte, ihn auslachte, auspfiff, anspie, ihn mit Verwünschungen, Schmähungen überschüttete, ihn Reptil und geile Natter schimpfte, schlimmer als einen Sodomiten, Türken, Juden, als Kain und Judas, indem man seine Gewissensnöte komisch fand oder seine Gedankengänge gar nicht aufgriff. Man befragte Zeugen, fast durchweg Gegner, an einem einzigen Tage 15, die ihn alle beschuldigten. Man erzwang Aussagen wider ihn. Man gestand ihm keinen Verteidiger zu, da einem der Ketzerei-Verdächtigen kein Rechtsschutz gebühre. Man unterstellte ihm Aussagen, die er gar nicht gemacht, Lehrsätze, die er nie vertreten, die man verfälscht hatte. Ja, man bezichtigte ihn sogar, sich als vierte Person Gottes ausgegeben zu haben. So kam Samstag, der 6. Juli 1415, der letzte Akt des blutigen Theaters. Alles, was Rang und Namen hatte, feierte schon am frühen Morgen in Münster die heilige Messe, von der Hus, gefesselt und von schwer Bewaffneten umringt, in der Vorhalle ausgeschlossen war. Der Erzbischof von Gnesen sang das Evangelium nach Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, im Innern aber räuberische Wölfe sind. Der Bischof von Lodi hielt die Predigt nach dem Pauluswort: Der sündige Leib soll zerstört werden, und appellierte an den König unter der Krone und mit allen seinen Insignien präsent, die Ketzerei auszurotten. Vor allem aber diesen verstockten Ketzer da, durch dessen Bosheit so manche Gegenden der Erde von ketzerischer Pest angesteckt sind und zugrunde gerichtet werden. Nun wurde Hus feierlich degradiert. Auf einem Podest inmitten des Kirchenschiffs stehend und mit dem ganzen Pfaffenornat bekleidet, rissen ihm, da er einmal mehr das Abschwören verweigerte, um nicht Gott, wie er unter Tränen sagte, ins Gesicht lügen und gegen mein Gewissen verstoßen zu müssen, 7 ihn schmähende und verfluchende Bischöfe Stück für Stück der Gewänder ab, verstümmelten seine Tonsur und übergaben ihn dem weltlichen Arm. Nicht ohne, dass sie ihm noch die mit 3 greulich Teufeln geschmückte Papiermütze des Ketzers aufgedrückt, gar nahe eines Ellenbogens hoch, man sieht das auf Bildern, und verkündet hatten: Wir übergeben deine Seele dem Teufel. Hus wurde fortgeführt, vorbei an seinen brennenden Büchern, durch eine riesige, den Weg säumende Menschenmenge. Man band ihn jetzt mit nassen Stricken an einen Pfahl und schichtete Holz und Stroh rings um ihn bis an sein Kinn. Dann, so Augenzeuge Peter von Mladenovic, zündeten die Henker den Magister an. Er sang darauf mit lauter Stimme zuerst: Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarm dich meiner. Und als er zum dritten Mal begonnen hatte zu singen, schlug ihm alsbald der Wind die Flammen ins Gesicht. Und also in sich betend und Lippen und Haupt bewegend, verschied er im Herrn. Im Augenblick der Stille aber, bevor er verschied, schien er sich zu bewegen, und zwar so lange, als man 2 oder höchstens 3 Vaterunser schnell sprechen kann. Als das Holz verbrannt war und immer noch eine Körpermasse dastand, die an der Kette um den Hals hing, stießen darauf die Henker die Masse zusammen mit der Säule zu Boden,
belebten das Feuer mit einer dritten Holzfuhre und verbrannten die Masse vollständig. Da sie aber unter den inneren Organen sein Herz gefunden hatten, spitzten sie eine Stange nach Art eines Spießes an und befestigten am Ende das Herz, brannten es besonders und schüttelten es beim Verbrennen mit Stangen und machten schließlich jene ganze Masse zu Asche. Und auf Geheiß des Pfalzgrafen und des Marschalls warfen die Henker sein Hemd zusammen mit den Schuhen ins Feuer und sagten dabei, damit das die Böhmen nicht etwa wie Reliquien halten. Und so luden sie alles auf einen Wagen und versenkten es im nassen Rheinfluss. Die Konzilsväter feierten am nächsten Tag einen Dankgottesdienst. Und der katholische Theologe Brandmüller kommt noch im Jahre 1999 zum guten Schluss seiner Apologie zu dem Resultat: Das Verfahren war gerecht und fair. Bevor wir gleich noch ins 20. Jahrhundert springen, hinweg über so glorreiche Kapitel der Heilsgeschichte wie die Ausrottung der Urbevölkerung Mittel- und Südamerikas durch christliche Konquistadoren wie Hernán Cortés und Francisco Pizarro, wie die Inquisition in Spanien, die Bartholomäusnacht 1572 in Frankreich, den 30-jährigen Krieg, möchten wir auch kurz Martin Luther erwähnen, dem Karl-Heinz Deschner natürlich auch etliche Seiten gewidmet hat. Man kann das Ergebnis mit Deschner aphoristisch so zusammenfassen: Die heiligen Legenden entlarvte Luther als Märchen. An den Bibellegenden hielt er fest. Am Teufelsglauben auch. Am Hexenwahn auch. An der Ketzervertilgung auch. Am Antisemitismus auch. Am Kriegsdienst, an der Leibeigenschaft, den Fürsten. Man nennt es Reformation. Unverkennbar, Deschner ist ein großer Stilist. Fast gefährlich formulierender Mann. Die hasserfüllten Augen des Herrn Deschner, lautet der schöne Filmtitel. Sein Werk besticht durch die Sprache, darin auch eine gewisse Vorliebe für Schachtelsätze, Sie werden das gemerkt haben, nicht weniger als durch den Stoff. Dennoch möchten wir im Folgenden einmal ausschließlich historische Originalzitate sprechen lassen, wie sie Deschner unermüdlich zusammengetragen hat, etwa in seinen zwei Bänden, umfangreichen Bänden, über die Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege. Der Münchner Kardinal Faulhaber im März 1933. In Rom beurteilt man den Nationalsozialismus als die einzige Rettung vor dem Kommunismus und Bolschewismus. Der Heilige Vater sieht das aus weiter Ferne, sieht nicht die Begleiterscheinungen, sondern nur das große Ziel. Der deutsche Episkopat im Juni 1933: Wir deutschen Bischöfe sind weit davon entfernt, dieses nationale Erwachen zu unterschätzen oder gar zu verhindern. Auch die Ziele, die die neue Staatsautorität für die Freiheit unseres Volkes erhebt, müssen wir Katholiken begrüßen. Wir wollen dem Staat um keinen Preis die Kräfte der Kirche entziehen. Die NSDAP-Gauleitung Groß-Berlin über die geplanten Feierlichkeiten zur Ratifizierung des Reichskonkordats im September 1933. Der päpstliche Nuntius wohnt am Sonntag nach der Ratifizierung des Konkordates im Hedwigsdom einem feierlichen Hochamt bei, singt das Tedeum und erteilt den Segen. Ein nationalsozialistischer katholischer Geistlicher hält die Festpredigt. Die katholischen SS- und SA-Männer Berlins nehmen geschlossen an diesem Festgottesdienst teil. Sturmfahnen der SA nehmen zu beiden Seiten des Altars Aufstellung und behalten ihre Plätze auch während des Tedeums und der Ausstellung des Allerheiligsten bei. Abordnungen der Reichswehr und der Schutzpolizei sollen am Gottesdienst ebenfalls teilnehmen.
Während das Hochamt im Hedwigsdom zelebriert wird, wird auf dem Opernplatz eine deutsche Singmesse abgehalten. Eine SA-Kapelle spielt die Kirchenmusik. Die Predigt wird durch Lautsprecher aus der Kirche auf den Opernplatz übertragen. Das Te Deum, großer Gott, wir loben dich, wird von den Teilnehmern auf dem Opernplatz unter Begleitung von SA-Musik gesungen. Außer den SA- und SS-Männern sowie der gesamten katholischen Parteigenossenschaft wird das ganze katholische Berlin auf dem Opernplatz versammelt sein, denn auch das bischöfliche Ordinariat lädt die Gläubigen zu diesem Dankgottesdienst ein. Benito Mussolini, 1931. Ich wünsche überall in diesem Land die Religion zu sehen. Man soll die Kinder den Katechismus lehren, wie jung sie auch sein mögen. Italienisches Schulgebet. Duce, ich danke dir, dass du es mir ermöglicht hast, gesund und kräftig aufzuwachsen. O lieber Gott, behüte den Duce, damit er dem faschistischen Italien lang erhalten bleibt. Telegramm von 76 italienischen Bischöfen und Erzbischöfen an Mussolini 1935, der kurz davor steht, Abessinien zu überfallen. Das katholische Italien betet für die wachsende Größe seines geliebten Vaterlandes, das durch ihre Regierung einiger denn je ist. Der Erzbischof von Tarent 1935 bei einer Messe, die er auf einem U-Boot zelebriert. Der Krieg gegen Äthiopien sollte der als heiliger Krieg angesehen werden, als ein Kreuzzug. Die deutschen Bischöfe kurz nach General Francos Angriff auf die Spanische Republik im Sommer 1936. Möge es unserem Führer mit Gottes Hilfe gelingen, dieses ungeheuer schwere Werk der Abwehr in unerschütterlicher Festigkeit und treuester Mitwirkung aller Volksgenossen zu vollbringen. Die deutschen Oberhirten in einer weiteren Verlautbarung zu Spanien vom Januar 1937. Geliebte Diözesanen, der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler hat den Anmarsch des Bolschewismus von Weitem gesichtet und sein Sinnen und Sorgen darauf gerichtet, diese ungeheure Gefahr von unserem deutschen Volk und dem Abendland abzuwehren. Die deutschen Bischöfe halten es für ihre Pflicht, das Oberhaupt des Deutschen Reiches in diesem Abwehrkampf mit allen Mitteln zu unterstützen, die ihnen aus dem Heiligtum zur Verfügung stehen. Und hier nun die geballte katholische Militärseelsorge in Aktion im Zweiten Weltkrieg. Das ist Wehrmachtsseelsorge. In die Königsherrschaft Gottes jene Träger deutscher Waffen immer enger hinzuführen, die in der Taufe an Christi Gnade angeschlossen wurden und der heiligen Gemeinschaft der Kirche angehören. In dieser Bindung von Deutsch und göttlich liegt unser Feld. Ein Fehlen der Religion würde in wenigen Jahrzehnten die Autorität aufheben. Der Soldat braucht Beziehungen zu seinem Gott. Sonst verliert der Krieg seine sittliche Rechtfertigung. Ohne Jenseitsgedanken kann der Soldat nicht auskommen. Du bist Soldat, durch heiligen Eid gebunden und zum Dienst geweiht. Die feierliche Stunde der Eidesablegung ist aber nichts anderes als ein Stehen vor Gottes Angesicht. Es ist eines der Geheimnisse des Krieges, dass er dem Menschenleben eine aufs Höchste gesteigerte Daseinsform gibt. Im Zeichen dieses Opfergeistes wird unser Volk siegen. Wir wollen jedes Opfer, auch das Opfer des Lebens, im Lichte unseres heiligen Glaubens erfassen, der uns sagt, dass unser Leben mit dem Tode nicht aufhört, sondern erst beginnt. Wie viele Soldaten gehen auf dem Schlachtfeld in ihrem Blute lächelnd ein in die Ewigkeit? Lächelnd schreiten wir zum Opfergang, weil auch Christus den Tod starb in einer unbegreiflichen, unfassbaren Tiefe. So umspielt denn die Kalvarienstunde jedes christliche Sterben, zumal das des aus dem Glauben getreuen Soldaten ein geheimnisvoller Glanz, der Glanz der Kruzifixusähnlichkeit und damit christlichen Heldentums und ewiger Osterherrlichkeit beim Vater.
Segne, o Gott, die deutsche Wehrmacht, welche dazu berufen ist, den Frieden zu wahren und den heimischen Herd zu beschützen. O segne uns im Streite, Maria, unsere Königin. Du thronest in des Siegeslands, erbitt uns Sieg im Streit. Im Leben einen Lorbeerkranz, im Tod die Seligkeit. Im Donner der Kanonen, Maria, unsere Königin, erbitt uns Siegeskronen. Ja, es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschheit zu schwimmen und Halleluja zu rufen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, fast zwei Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen, zu täuschen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, über Äonen, über alle Zusammenbrüche, alles große Völker nasführen und Völker ruinieren hinweg, die Heuchelei zur Kunst aller Künste zu machen und sie fort und fort zu sanktionieren. Auf dass es einem wohlergehe und man lange lebe auf Erden. Wo sonst noch gibt es diese atemverschlagene Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei? Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte. Wo sonst dies allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingende Hass? Wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt. Es wurde die große, die weltbeglückende Praxis des Christentums, die grassierende Pest der Jahrtausende. Mit einem Wort, das Christentum wurde der Antichrist. Jener Teufel, den es an die Wand malte, er war es selber. Jenes Böse, das es zu bekämpfen vorgab, es war es selber. Jene Hölle, mit der es drohte, sie war es selbst. Glaubt nicht, dass ich fasele, dass ich dichte. Geht hin und findet mir andere Gestalt. Es ist die ganze Kirchengeschichte, Mischmasch von Irrtum und von Gewalt. Mit diesen Zeilen, die nicht von Deschner stammen, sondern von Goethe, möchten wir es für heute gut sein lassen. Danke für euer Interesse, eure Aufmerksamkeit und Geduld.